Hallo Leute und willkommen zurück bei The Witcher 3 Next-Gen-Variante. So, und wir haben ja beim letzten Mal das ungeahnte Treffen mit König Radovid gehabt. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Okay, ja, und jetzt wissen wir eigentlich, wo Hurensohn Junior sich aufhält. Und ich würde sagen, wir gehen da auch direkt mal hin. Wir müssen Ochsenfurt reinigen von diesem Abschaum. Schauen wir mal. Werden wir mal in der Zwischenzeit noch ein bisschen voll machen. Ein milder Abend. Oh. Der aber nicht lange mild bleiben wird. Zumindest für Hurensohn Junior. Denke ich mal. Gehört? Jeden fünften Gefangenen töten. Verurteilt oder nicht. Wer gezogen wird, brennt. Wir haben nicht mal das Holz für so viele Scheiterhaufen. Von wem kommt der Befehl? Vom König selbst. Es ist eine Warnung. Die Leute sollen wissen, dass für jede gerettete Zauberin Dutzende andere sterben. Haben wir schon mal gehört, ne, glaube ich. Das erste Mal in Ochsenfurt waren. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie der Frau angetan? Das gleiche wie immer. Zuerst die Fingernägel, zum Schluss brechen sie ihr die Knochen. Ich ertrage das nicht mehr. Nach dem Wachdienst reiche ich ein Versetzungsgesuch ein. Beruhige dich, Pete. Es sind doch nur Hexen. Vielleicht. Schreien tun sie aber wie du und ich. Es sind doch nur Hexen. Arschlöcher. Und gehen immer so. Nur rein. Keine einzige ist rausgekommen. Der Boss hat einen unersättlichen Appetit. Sie kreischen, als ob eine Sau abgestochen würde. Also, gegen eine kleine fleischliche Ablenkung hätte ich auch nichts. Ja. Ja. So, Tag, Männer. Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer von Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Jetzt bist du an der Reihe. Das ist ein Missverständnis. Komm, wir probieren es erstmal. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard. Oh, oder auch mich. Verdammt nochmal! Wird hätte klappen können. Greif den von hinten! Dann gehen wir halt Zeig so mir, hinein. Was du zu bieten hast. Wenn uns nicht aufgemacht wird, denn halt so. Finde Junior. Oha, wir bekommen direkt. Schlagt ihn! Tötet ihn! Oha, wie sag ich so wenig? Zusammen, Jungs. Wieso habe ich denn so viel Leben verloren? Junge, Junge. Ich muss echt bald mal meine Rüstung, glaube ich, upgraden, ne? Okay. So, wir machen es natürlich wie immer. Wir checken alles rundherum. Da hinten ist noch jemand. Weiß noch nicht, ob der zu uns kommt. Ah ja. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Anscheinend nicht, sonst wäre er wahrscheinlich abgehauen. So. Los, auf ihn! Schlagt ihn! Tötet ihn! Ah.
kommen die ja alle so popelig angerannt. Als wenn sie eine Chance hätten. Gegen Geralt von Rivia. Nun, versuch's doch. So, ich glaube, hier draußen ist so fast alles erledigt jetzt. So, hier noch ein paar Ohren mit. Kommen wir hier schon ins Hauptgebäude? Sieht ganz so aus, ne? Ja, ich glaube, ja, doch. Wir gehen noch mal hinaus. Ah nee, warte mal. Ach nee. Doch nicht. Hier ist das Hauptgebäude. Würde ich meinen. Okay. Wir checken noch mal schnell hier alles ab. Ach, da ist es dann noch einer. Das ist nicht dein Tag. Das war aber der letzte, ne? Ja. Der hat sich noch ein bisschen versteckt. Der wusste noch nicht so richtig, ob er angreift. Er hat sich falsch entschieden. So. Oh, hier können wir nochmal. Achso, es ist ein Dings. Ein Waffenreck. Sah gerade so aus, als würden wir da schleifen können, aber. Da habe ich mich ein wenig vertan. So, also wenn das hier das Hauptgebäude ist, dann gehen wir doch nochmal bei dem Nebengebäude schauen. Fehlt da doch noch. Oder sind. Ach nee, die sind connected, ne? Die Häuser. Oh, da geht's runter, da hoch. Ja, ich glaube, die sind hier verbunden. Da. Oder? Na, wir werden sehen. Wir gucken mal. Achso, da kommen wir gar nicht. Ah, ist hier okay. So viel dazu. Gut, dann bleibt uns ja eh nur noch dieser Eingang hier oder halt der Hintereingang. Aber ich glaube, es ist theoretisch egal, wo wir reingehen. Tja, Hurensohn Junior, ich glaube, deine Männer können dich nicht mehr weiterhin beschützen. So, da geht's nach oben. Haben wir vielleicht noch so ein paar Tagebücher oder sowas? Das würde mich ja noch interessieren. Jede Menge kleine Zimmer. Okay. Balladen. Achso, das ist der Hintereingang, ne? Ja. Den wir gesehen haben. Hier geht es noch in den Keller, glaube ich. Ja. Gucken wir da nochmal. Oh, da haben wir noch. Ah, nee. Ah. Ein Versteck. Gucken, was wir da finden. Leute sind hinten auf jeden Fall keiner. Haben wir hier irgendwas? Oh, hier ist eine richtige Höhle. Oha. Weiß gar nicht, ob ich hier jemals drin war. Okay. Das ist ein Weg durch die Kanalisation wahrscheinlich auch. Ah, hier kommen wir gar nicht weiter. Okay. Schade. Hm. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Schlüssel oder irgendwas. Mal schauen. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Nö. Na gut. So, hier war zu. Dann haben wir noch hier ein Zimmer, was auch abgeschlossen ist.
Gut, dann können wir also nur noch nach oben gehen. Und wenn es mich nicht täuscht, werden wir jetzt schon sehen, was für ein krankes Arschloch dieser Hurensohn ist. Ja. Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Okay, bevor wir uns das dann näher anschauen, gucken wir trotzdem nochmal schnell hier hinten nach. Aber hier ist leider nichts weiter. Schade, ich hätte gedacht, dass man vielleicht nochmal irgendwas lesen kann, um noch mehr Hass auf diese Person zu bekommen. Okay, wir schauen, aber das reicht ja eigentlich schon aus hier. Sie wurde an die Wand genagelt. Einfach nur krank, wie so eine Trophäe da. Oh mein Gott, guckt euch das an. Die sind alle tot da hinten. Oh, Notizen von Bald... Oh, warte mal. Das lesen wir mal schnell vorher. Notizen von Balthon Dubis. Rat an meine werten Kollegen, übernehmt niemals die Reparatur eines Phylakteriums, es sei denn, ihr seid an schlaflosen Nächten interessiert. Lasst euch nicht von unkomplizierten Aussehen dieser teuflischen Apparatur täuschen. Ich schlage mich jetzt 2 Wochen mit diesem verfluchten Phylakterium herum. Jedes meiner Werkzeuge habe ich ausprobiert, jeden meiner Tricks und Kniffe. Und mit meinen gut 30 Jahren Erfahrung bin ich alles andere als ein Amateur. Als nächstes werde ich es mit einem Kastanienkonzentrat versuchen. Aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. So. Ja, guckt euch das mal an hier. Da oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, Scheiße! Geralt hat keine Gnade, wenn er das hier sieht. Hilfe! Verfluch doch mal! Es kommt keine. Was willst du? Ich bin hier, um dich zu töten. Ich muss mit dir reden. Ja, komm. Hallo Junior, hab dich schon eine ganze Weile gesucht. Ich bin hier, um dich zu töten. Ich gebe dir alles, was ich habe. Er bietet ihm sogar noch einen Stuhl an. Oh mein Gott. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheißdurm. Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf. Sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird.
Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja. Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Und wir reisen zurück. Einige Wochen zuvor. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Dann gehe ich eben allein, wir schaffen das schon ganz bestimmt. Jetzt reiß dich mal zusammen. Na komm. Kopf hoch, wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach. Oh ja, das tut er gerade. Zis Geschichte, Besuch bei Junior. Begib dich aufs Dach. Okay. Sehr wahrscheinlich dann über diese Leiter hier, oder? Ach ja. Jetzt mit E drücken. So, dann einmal hier hoch. Hier hoch. Im Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Achso, da drüber. Okay. Da ist ein Balkon. Ach, hier. Okay. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Abgeschlossen. Gemein. Achso, das Fenster. Okay, ich verstehe. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Oh, so ist er kämpfen? Alles klar. Ich bring dich um, du Hure. Wo ist Reuvens Schatz? Ich schlitz dich auf, du kleine Hure! Als ob du... Missgeburt. Auge um Auge. Oh, Ciri ist auch richtig sauer. Zurecht.
Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Let's go! Das war's. Jetzt bist du dran. Reißt euch zusammen! Na los! Holt euch das Luder! Die wird dir jetzt nicht helfen. Dafür ist es zu spät. So. Plios Hurensohn Juniors Versteck. Okay. Haben wir Hexersinne? Nee. Können wir trotzdem hier reingucken? Auch nicht. Können wir hier lang? Auch nicht. Na gut. Oh, warte mal. So, kommt da bestimmt noch ein paar, ne? Ich wollte gerade sagen. Umzingelt ihn! Ich will dich abschlachten wie den Hund. So. Ach, Ciri, ne? Also wenn du die Nachfolge von Geralt antreten solltest im neuen Witcher-Spiel, dann würde ich mich ja so freuen. Ohne Witz, ne? Also wenn eigentlich eine Fortsetzung, wo ja auch noch Geralt Teil davon sein soll, man weiß natürlich nicht wie, kann natürlich auch nur so ein Flashback sein oder so, so 100 Jahre zuvor oder sowas. In der Richtung. Aber wenn das so ist, dann würde ich mir echt Ciri wünschen, ne? Als neue Hauptfigur. Das wäre schon echt cool. Aber wenn es sich auch eine verdient hat, dann Ciri. Ich liebe dieses Dashen, ne, bei Ciri, das ist so cool. Könnte ich mir auch gut, wie gesagt, in einem Spiel so richtig gut vorstellen. Und vor allen Dingen wäre es ja auch cool, weil da könnte man ja wirklich so storymäßig sich vieles, vieles einfallen lassen. Da Ciri ja quasi zwischen den Welten reisen kann, könnte man da richtig viel draus machen, ne? Aber na gut, lass uns überraschen. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dudu, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs. Er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Sterben, ich will mir nicht die Hände schmutzig machen. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Es gibt nur diesen Weg. Hurensohn Junior, Charaktereintrag aktualisiert. Quest aktualisiert. Finde Junior. Da liegt er. Das Arschloch.
Charaktereintrag Rittersporn. Dudu Bieberfeld. Finde Junior. Das große Erasmus-Wegebund-Gedächtnisrennen. Neue Quest. Mein Gott, was kommt jetzt hier alles? Neue Quest mit einem Stück zum Erfolg. Hier geht's ja ab. Okay. Ganz kurz. Das war. Warte mal, Finde Junior, ne? War das der Queststrang? Da. Okay. Also. Das Schicksal ist wie eine Hure in Novigrad. Manchmal bekommt man mehr als das, wofür man bezahlt hat. Geralt stieß nach langer Suche auf Hurensohn und fand heraus, dass der gesuchte Mann zum größten Abschaum überhaupt gehörte. Wegen Hurensohn war Ciri verwundet, ich ins Gefängnis geworfen und Dudu gefoltert worden. Deshalb war es kaum überraschend, dass Geralt diesen ruchlosen Kerl, ohne mit der Wimper zu zucken, tötete. Als er alles erfahren hatte, was er wollte. Nachdem er erreicht hatte, weswegen er gekommen war und dazu ein besonderes großes Geschwür der Menschheit vom Antlitz der Welt entfernt hatte, folgte er den neuen Spuren. So, da haben wir einmal das und dann haben wir noch neue Charaktereinträge. Schade, dass die dann nicht nochmal irgendwie markiert werden, ne? Also wir haben einmal Hurensohn Junior gehabt. Guck mal, was hier noch steht. Als Geralt die Lasterhöhle von Cyprian durchsuchte, stellte er fest, dass Hurensohn noch eine Untertreibung war, da ein Mann, der gerne gefangene Frauen ermordete, viel stärkere Bezeichnung verdiente. Zu Erpressung, Mord und Folter auf dem Sündenregister Hurensohns gesellte sich der Umstand, dass er versucht hatte, Ciri etwas anzutun. Geralt nahm das sehr persönlich und ließ den Banditen diese letzte Sünde mit dem Leben bezahlen. So ist es recht. So, dann haben wir noch Dudu. Geralt erfuhr, dass Dudu Hurensohn auf die Zehen getreten war, einem der ruchlosesten Unterweltbosse in Novigrad. Dass er aus diesem Schlamassel herauskam und dabei nur ein Auge verlor, musste man eine glückliche Fügung nennen. Ciri, Dudu und ich hatten uns alle in fürchterliche Schwierigkeiten gebracht, doch im Gegensatz zu mir wurde der Doppler nicht von der Tempelwache gefasst. Warte mal, wir hatten doch noch einen Eintrag, ne? Drei Stück insgesamt, glaube ich. Die Frage ist nur, was war das denn noch? War das noch Rittersporn? Ich glaube, Rittersporn war es noch, ne? Nur Verrückte nennen es Mut, gegen eine überwältigende Übermacht zu kämpfen. Ich bin zwar für meinen so kapriziösen wie unberechenbaren Charme bekannt, doch gelte ich nicht als verrückt. Und so verteidigte ich zwar die Flucht meines Gefährten bis zum Äußersten, ließ mich aber dann doch von der Tempelwache gefangen nehmen und sah meiner Exekution entging. Das hat man, glaube ich, doch schon gelesen. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich glaube, wir haben aber alle, ne? Die anderen kommen ja jetzt in dem Zusammenhang hier gar nicht in Frage eigentlich. Bart der Troll. Okay. So. Lass uns mal noch kurz hier das Zimmer untersuchen. Was kann ich, können wir die ja noch irgendwie untersuchen? Nee. Die Arme, ey. Einfach nur ekelhaft. Und sowas gibt's. Also ich würde, ne? Also ich würde sagen, es gibt in einigen Ländern bestimmt solche Leute, die das immer noch so praktizieren. Da, wo das halt nicht verfolgt wird weiter. Weil es sind ja nur Huren. So in der Richtung. Junge, Junge, Junge. Da ist ein Brief, aber den können wir leider nicht lesen. Können wir die da runter schießen vielleicht? Nee, ich kann da aber gar nicht so.
Nee, ich glaube, das würde dann schon irgendwie auch... Na gut, verlassen wir diesen Ort. So, mit einem Stück zum Erfolg. Erzähle Priscilla, was du über Dudu erfahren hast. Okay, schnell mal gucken, was wir noch bekommen haben. Eine Nebenquest. Der Preis, nee, das war's nicht. Auge um Auge. Nee, hä? Warte mal. Hatten wir nicht gerade noch eine Quest bekommen? Also wir haben die Fortsetzungsquest, das hier, mit einem Stück zum Erfolg, aber hatten wir nicht noch eine Quest bekommen? Preis der Passage. Auf der Fährte. Nee, es ist ja schwarze Perle, das ist auch skellige. Auge um Auge ist das, was wir auch später machen wollen. Ah nee, triff. Okay. Ah ja, da müssen wir noch hin. Ah, stimmt, das war ja noch. So, da haben wir Auftrag, der vermisste Bruder. Erkunde die Mine mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Türen werden zugeschlagen. Ist das eine Schatzsuche? Nee. Hm. Muss ich mal im Video gucken, was das war. Würde mich jetzt mal interessieren. Aber ich würde ja sagen, das ist eh hier ein guter Punkt, um hier einen Cut zu machen, denn ist die Folge auch nicht so super lang. Und wir werden dann uns zurück nach Novigrad begeben und mit Priscilla reden und ihr sagen, was hier quasi passiert ist. Oh, da kommt noch mal was. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Oha, okay, dann hängen wir das natürlich noch mit dran. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Hätten wir das natürlich... Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Naja, würde ich jetzt so nicht behaupten. Selbst Geralt nicht. Wie heißt das Schiff hier? Dreiberg, ne? Oder so, habe ich gerade gehört. Und ich muss mich hier gerade an diesen Brief erinnern, den wir bei Vernon Roche gefunden haben, in der Höhle. Da war ja dieser Brief, den wir da gefunden haben, da stand da drauf, derjenige, wo wir noch nicht wussten, dass es der König ist, der hält sich auf dem Schiff Dreiberg auf. Und geht gerne zum Schachspielen halt eben nach Ochsenfurt da in die Dings, ne? Hätten wir natürlich schon vorher gewusst, dass der König hier ist, dann hätten wir natürlich auch gewusst, wer dieser geheimnisvolle Schachspieler ist. An 3 Pfund Stahl. Kann ich hier was nehmen? Oh, mein Download ist fertig. Okay, wir können wohl hier alles einsammeln ohne Probleme. Dann machen wir das doch auch noch. Guck mal, hier ist ein bisschen was für unser Portemonnaie. Da sage ich doch nicht nee. Haha. Aber nichts Besonderes, ne? Nur so Crap-Zeug. Lang lebe Radovid. Ja. Wir nehmen natürlich trotzdem. Ah, okay. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen.
Nun gut. Finde Philippa Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Der ich ist so besessen davon, ne? Ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Ein Magier hätte größere Erfolgsaussichten. Lass mich darüber nachdenken. Na komm, wir probieren es mal. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt, aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtsgönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhard, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankerwilz und Philippa Eilhards Plan. Du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Er hat, Radovid hat einen neuen Rat. Ein Gefallen für Radovid. Philippa Eilhard. Radovid hat einem neuen Rat zugestimmt? Habe ich das richtig? Gerade rausgehört? Aber ist der nicht egal, was für Magie und bla und blub hatte, ist der nicht komplett auf der... Will der nicht alles, was Magie ist, eigentlich umbringen? Hier ein Gefallen für Radovid. Wie du sicherlich bereits weißt, war Geralt schon immer sehr an Kronen und den Männern interessiert, die sie tragen. Könige brauchen immer Spezialisten, die schmutzige Arbeit für sie erledigen. Als Geralt hörte, dass König Radovid ihn sehen wollte, nahm er an, dass Radovid seine Dienste benötigte und hoffte auf einen lohnenswerten Hexerauftrag. Und diesmal lag Geralt richtig. Radovid bat ihn, die Hexe Philippa Eilhard aufzuspüren und zu ihm zu bringen. Radovid verabscheute diese Hexe aus tiefstem Herzen. Oh ja, das tut er. Also er hasst generell alle Magier. Deswegen staune ich, also aber sie halt besonders, oder beziehungsweise die ehemalige Loge hasst er zutiefst. Deswegen staune ich, dass er einem neuen Rat zugestimmt. Aber wahrscheinlich halt eben unter seiner Kontrolle, ne? Also nicht so wie vorher, sondern halt nur so, wie er es möchte, um seine Macht weiter auszubreiten. So, da gucken wir mal noch bei Charaktere. Philippa Eilhard. Philippa Eilhard, einzige Beraterin von König Wisimir II., dem Gerechten, Mitglied des Magierrats und später Gründerin der Zauberinloge, hatte in der Weltgeschichte eine ebenso gewichtige Rolle gespielt wie in Geralts Leben. Sie war zweifellos talentiert, doch es war auch nicht zu leugnen, dass sie hinterhältig und krankhaft ehrgeizig war. Vertrauenswürdige Berichte legten nahe, dass sie in den Tod Wisimirs II verwickelt gewesen war, und als Mitglied der Loge hatte sie noch mit zwei weiteren Königsmorden zu tun gehabt, den Mord an Demavent von Edien und dem an Foltest von Temirien. Aus diesem Grund wurde das einstige Juwel vom Hofe Dreibergs jetzt sowohl von nördlichen als auch von nilfgaardischen Spezialverbänden gesucht. Besonders erpicht auf ihre Gefangennahme war Wisimirs Sohn und Nachfolger Radovid V.
Bei ihrer letzten Begegnung in Lochmuin hatte er Philippa die Augen ausstechen lassen und seit ihrer Flucht wollte er nichts dringender als den Kopf des Juwels vom Hofe Dreibergs aufzuspießen und ihn über den Stadttoren zur Schau zu stellen. Ich guck grad mal was. Ach so, und das Schiff heißt Dreiberg, auf dem wir gerade uns befinden. Das ist ja interessant. Und der Spitzname von ihr war halt, also wenn ich das so richtig rauslese, das Juwel vom Hofe Dreibergs. Philippa Eilhardt. Ich überlege gerade, ist Philippa Eilhardt in der Serie, ist das die Mentorin da sozusagen von Triss und von Yennefer, also von allen anderen? Würde mich ja mal interessieren. So, neue Quest, die meistgesuchte Frau Redaniens. Nebenquest. Schach ist das Spiel der Könige, so heißt es, und Radovid bestätigte dies bei seinem Treffen mit Geralt gleich doppelt. Zuerst, indem er eine Partie gegen den Hexer spielte, und dann, indem er versuchte, Geralt wie einen Bauern einzuspannen. Der gewünschte Zug? Hexer schlägt Zauberin. Radovids Spion zufolge gab es in den Elfenruinen vor Novigrad Spuren der Anwesenheit von Philippa Eilhardt. Geralt sollte sie von dort holen. Üblicherweise ließ der Hexer sich nicht auf Schachbrettern herumschieben, doch er schuldete Radovid einen Gefallen und hatte seine eigenen Gründe, aus denen er Philippa finden wollte. Mhm. Okay, also wir haben jede Menge neuen Stuff, bevor wir quasi mit der Hauptquest weitermachen. Werden wir wieder ein bisschen von der Liste hier abarbeiten. Und natürlich auch noch, wo war's? Hier, diese Wolfsschuhgeschichte noch abschließen. Kaer Morhen, kommen wir noch hin? Ich weiß gar nicht, können wir schon jetzt nach Kaer Morhen, wenn wir würden wollen? Ich glaube, wir kommen im Zuge der Story eh nach Kaer Morhen. Und ich glaube auch erst dann können, warte, wir können mal kurz gucken. Aber ich meine, wir können jetzt hier nicht einfach nach Kaer Morhen, oder? Ne, oben ist es, ne? Da. Achso, warte mal, sehen wir jetzt gerade überhaupt die... Ne, warte mal. Wir gucken gleich nochmal. So, wir müssen aber vorher mal ganz schnell hier noch unsere Inspektion zu Ende machen. Kommen wir hier... Ja, wir kommen hier nicht vorbei. Verdammt. Können wir uns hier hochhangeln? Ne, können wir nicht springen. Halt nicht. Okay. Guck mal, aber hier haben wir noch was vergessen zu looten. Ohren. So, jetzt möchte ich gerne hier unsere Hey. Deine Waffen. Ah ja, genau. Das danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Weise Worte, Geralt, weise Worte. So. Achso, wir kommen jetzt hier auch gar nicht mehr auf das Schiff hoch. Na gut. So, warte mal, ich will mal ganz schnell was... Entschuldigung? Hexer Geralt? Von Riva? Nein, ein Händler aus Lyrien. Ach komm. Ja. Was willst du? Ich habe eine Nachricht für dich. Warte mal, von wem? Lisi, dann weißt du es. Ach Gott, so viel Stuff jetzt hier auf einmal. Parfümierter Brief. Wir müssen uns so schnell wie möglich sprechen. Es ist wichtig. TM. Parfümiert. Also, Yennefer ist es nicht.
Ach, Triss Merigold, klar, TM. Ach, bin ich doof. Okay, wir müssen also nochmal zu Triss. Achso, doch, das haben wir gelesen, glaube ich, oder? Doch, ich glaub, Triss ja. muss ihn geschickt haben. Ich muss sie finden. Jetzt oder nie. Ach. Okay. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. So, ich will mal jetzt kurz gucken, ob wir nach Kaer Morhen hin porten könnten. Wenn wir würden wollen tun. Nee, können wir nicht, siehst du, weil wir haben ja gar kein Dingsbums. Kein Schild. Okay, also müssen wir eh drauf warten, bis wir storytechnisch dahin kommen. Okay, gut. Dann, machen wir uns auch gar keinen Plan. Wir gucken dann in der nächsten Folge, was wir denn für eine Quest als nächstes angehen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Auswahl. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.